Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Okami. Im letzten Part haben wir erfolgreich Rothelm, Orochi und Pesthauch besiegt. Das lief echt wie geschmiert. Das heißt, ein Boss fehlt uns noch und das ist Ninetales. Da freue ich mich besonders drauf. Wie ich schon sagte, neben Orochi finde ich den Kampf gegen ihn oder sie mit am tollsten. Deswegen bin ich gespannt, wie das diesmal so laufen wird. Ist da noch irgendwer, der auf uns wartet? Scheinbar nicht. Okay. Oder doch, du bist nur spät gespawnt. Ich habe auf dich gewartet, Okami Amaterasu. Mein flüchtiger Geist wird jeden Moment verschwinden. Ich bin froh, dass ich lange genug durchgehalten habe, um mit dir zu sprechen. Göttliches Wesen Atsumi. Vor langer, langer Zeit bist du mit Orochi zusammen auf diese Welt gefallen. Dann hast du auf den Auserwählten gewartet, um Orochis Leben zu beenden. Du hast geduldig zahllose Monde abgewartet, bis endlich der Auserwählte Nagi geboren war. Gemeinsam habt ihr dafür gesorgt, dass das Monster des Mondes von seinem Schicksal ereilt wurde. Es war dir nicht bewusst, aber das war nur eine Welle im Meer der Finsternis. Es ist genau 100 Jahre her, seit der Legende von Nagi. Das Monster hat in aller Ruhe seine Kräfte in all den Jahren gesammelt, bis es Nagis Nachfahre, Susanoo, dazu benutzt hat, seine Wiederbelebung abzuschließen. Und es versuchte noch einmal, diese Welt zu zerstören. Als du es zerstört hast, begann der nächste Schritt seines Plans. Es verfluchte das Land mit seiner bösen Kraft. Und die Welt wurde schon bald von Monstern aus der Arche überrannt. Orochis böse Essenz war mehr als genug, um sie alle anzutreiben. Die glimmenden Kräfte der Finsternis verbreiteten sich über ganz Nippon. Und die Welt wurde in einen noch nie dagewesenen Sturm des Chaos geworfen. Und danach... Nun, das hast du ja mit eigenen Augen gesehen. Diese bösen Kräfte, welche die von dir besiegten Monster verließen, haben sich alle hier in der Arche der Yamato gesammelt. Die Wurzel des Bösen auszutreiben ist eine gewaltige Aufgabe. Du musst deine Augen offen halten, um zu erkennen, was sich im Zentrum der Dinge befindet. Das erklärt aber auch, warum Shiranui all die Jahre immer in Kamiki war, als die Opfer ausgesucht worden sind, aber nichts gemacht hat. Dadurch haben ja alle gedacht, Shiranui würde zu Orochi gehören. Dabei hat sie eigentlich nur die ganze Zeit auf Nagi gewartet. Das ist gut zu wissen. Okay, dann wollen wir uns doch mal Ninetales stellen. Das wird ein schöner Bosskampf, hoffe ich zumindest. So. Ach ja, genau, du machst ja auch Pinseltechniken. Und ich musste ja erstmal warten, bis du dein Schwert hochstreckst. Du magst doch bestimmt dein Schwert in den Himmel strecken. Da hat die Verlangsamung nicht mehr funktioniert. Hör auf damit! Huch. Zack, zack. Was auch immer du da jetzt tust, hör auf damit. Nein. Ah, sehr gut. Zack, zack. Ach ja, genau. Huch. Ich sehe gerade gar nicht, wen ich hier bekämpfe. Das sind alles so kleine Raus gerade. Es ist etwas schwierig zu sehen aktuell. Ich bin jetzt auch ein paar Mal getroffen worden, aber... Huch, da waren auch gerade ein paar viele um mich rum. Muss man dazu sagen. Huch,
Manchmal sind meine Striche dann doch wieder nicht so schön. Dadurch, dass ich mich ja so ein bisschen beeilen muss. Huch. Zack. Zack. Du kannst liebend gerne dein Schwert wieder hochstrecken. Nein, lass mich in Ruhe. Ah, jetzt kommen die Schwänzchen aus dem Boden raus. Okay, einfach so ein bisschen in Bewegung bleiben. Jetzt kommst du wieder auf mich zu. Komm schon, neuen Schwanz. Genau. Das wollte ich doch sehen. Komm doch her. Es ist gar nicht so einfach, weil die halt echt die ganze Zeit auf einen einschlagen. So, die sind schon mal weg. Dann du. Eis, ich habe alle besiegt. Okay. Jetzt hast du auch keine Pinseltechniken mehr. Das war schnell. So, erstmal wieder verlangsamen. Nochmal verlangsamen. Ich sehe nichts mehr. Aber ich glaube, das ist der Moment, wo ich wegspringen möchte. Hör auf damit. Das will doch keiner sehen. Ach ja, du warst ja auch ultra schnell. Da war ja was. Zack. So, das war ihre zweite Phase. Ja. Gut, das war jetzt nicht so der beste Kampf, gebe ich zu, aber ich habe mich auch nur von ihr treffen lassen, als die ganzen, Figürchen da waren. Weil die mich echt von allen Seiten angegriffen haben. Aber ansonsten fand ich den Kampf eigentlich so ganz angenehm. Kann ich so mitleben. Gut, damit haben wir den Bossrush geschafft. Fand ich, wie gesagt, so insgesamt eigentlich ganz angenehm. So, die Sache ist, was passiert jetzt? Es müsste sich ja eigentlich in irgendeiner Form ein Durchgang öffnen. Okami Amaterasu. Es hat nach so langer Zeit begonnen. Die Wellen der Finsternis haben nun doch begonnen zu rollen. All diese böse Macht. Ich halte das nicht mehr länger aus. Amaterasu, es gibt da noch eine Sache, die ich dir sagen muss. Der Mann vom Mondstamm mit dem goldenen Haar. Ich möchte, dass du ihm etwas sagst. Die göttlichen Wesen werden niemals vergessen, wie er an deiner Seite gekämpft hat, als Orochi angegriffen hatte. Wir werden ihm für immer dankbar sein. Doch ich bin mir sehr sicher, dass das Walker ist. Dass er quasi auch mit der Arche hergekommen ist. Deswegen ist er auch schon so alt. Und dass er uns die ganze Zeit quasi unterstützt hat, um auch wieder nach Hause zu kommen. Das klingt für mich schon logisch. Aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch noch mehr zu erfahren. Hoffe ich zumindest. Ich will es aber trotzdem einmal speichern, vorsichtshalber. Weil so ohne Speichern zum Endboss zu gehen, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Mal gucken, also ich erwarte jetzt erstmal eine längere Cutscene eventuell. Und dann können wir vielleicht auch schon mal anfangen, den Boss zu bekämpfen. Aber fertig machen tun wir den definitiv beim nächsten Mal. Beziehungsweise wir werden generell das Projekt dann wohl beim nächsten Mal beenden. Aber das ist so ein komisches Gefühl. Immer noch. Aber was muss, das muss. Okami Amaterasu. Schon dich mit meinen eigenen Augen sehen zu können. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Freude mir das bereitet. Es schmerzt mich, dass ich nicht bis zum Ende bei dir bleiben kann. Aber ich weiß, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Jetzt werde ich mich den anderen anschließen, aber ich werde dich niemals vergessen. Und auch, wie wir zusammen auf den Feldern unserer Heimat spielten. Ich bete, dass du immer hell scheinen wirst, Amaterasu.
Ach, Marco. Jetzt bin ich gespannt auf die Inszenierung. Also ich erwarte schon einiges. Ui. Waka. Und die ganzen Konstellationen von den 13 Pinselgöttern. Da bist du ja, Amaterasu. Ich dachte, ich könnte das erledigen, bevor du ankommst. Du siehst nicht gut aus, mein Freund. Aber wie es aussieht, habe ich mein Limit erreicht. Das bringt Erinnerungen zurück, nicht wahr, Darling? Erinnerst du dich, wie wir gemeinsam auf der göttlichen Ebene Orochi gegenüberstanden? Sieh, es ist in Finsternis verhüllt, aber mach keinen Fehler. Das ist niemand anderes als Yami, der böse Herrscher der Finsternis. Er war es, der die göttlichen Wesen an Bord dieser Arche ermordet und Unglück über das Land der Sterblichen gebracht hat. Natürlich ist es zu dunkel, um seine wahre Form zu sehen. Und so beginnt es. Der verfluchte Tag der Finsternis ist da. Oh, es geht schon los. Oha. Nein. Das tust du nicht. Meine ganzen Pinseltechniken. Das sind doch meine ganzen Pinseltechniken, oder? Ich befürchte es schon fast. Verzerrungen in Raum und Zeit erzeugen dieses Phänomen. Dieses unglücksbringende Ereignis findet nur einmal alle 100 Jahre statt. Niemand, nicht einmal die Götter, haben die Macht, es aufzuhalten. Trotzdem werde ich standhaft bleiben und diesen Kampf bestreiten. Weil ich es war, der die Arche der Yamato auf die göttliche Ebene gebracht hat. Aber ich war mir nicht bewusst, dass das Böse in seinen Tiefen lauerte. Ich habe den Tod von zahllosen, unschuldigen göttlichen Wesen verursacht. Und ich habe einen Fluch über das Land der Sterblichen gebracht. Wie auch immer. Ich kann weder meine Taten noch die Vergangenheit rückgängig machen. Amaterasu. Orochi kann nur durch die Macht des Auserwählten besiegt werden. Das war es, was ich dir gesagt habe. Und du hast ohne Fragen zu stellen auf mich gewartet. Du hast geduldig in diesem Land der Sterblichen gewartet. Du hast auf dem Tag gewartet, an dem Nagi, der Auserwählte, geboren wurde. Du hast an mich geglaubt, obwohl du wusstest, dass ich ein Angehöriger des verfluchten Mondstammes bin,
der aus dem Reich des Mondes geflohen war. Ich war tief bewegt von deinem aufrichtigen Geist. Darum hat mein Glaube an dich seit diesem schicksalhaften Tag, an dem wir Seite an Seite gegen Orochi gekämpft haben, nie gewankt. Amaterasu, du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren. Du musst dorthin zurück, um dieser Welt den Frieden zu bringen. Rocker. Nein. Er hat sich geopfert, damit wir gegen Yami kämpfen können. Dann dürfen wir ihn jetzt auch nicht enttäuschen. Okay. Wie ich sehe, habe ich keine Tinte. Okay. Ja, den Kampf gegen Yami würde ich ganz gerne im nächsten Part machen, in aller Ruhe. Möchte den Kampf selbst jetzt nicht mittendrin unterbrechen, aber ich denke, die Cutscene konnten wir uns ruhig nochmal ansehen. Ja, dass Waka, wie gesagt, die Arche zur göttlichen Ebene gebracht hat und eigentlich zum Mondstamm gehört, das habe ich mir ja schon gedacht. Und ich war mir ja anfangs nicht sicher, ob er jetzt böse ist oder nicht. Ist er nicht. Ich meine, er hat sogar sein Leben geopfert, ich gehe mal ganz stark davon aus, um uns zu beschützen, damit wir jetzt gegen Yami kämpfen können. Was alles andere als leicht wird ohne Pinseltechniken, aber ich hoffe einfach mal sehr, dass wir die im Laufe des Kampfes vielleicht nach und nach zurückbekommen. Und vielleicht dann jeweils mit den Pinseltechniken, die wir haben, kämpfen müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das große Finale. Ich gehe davon aus, dass nach dem Kampf auch noch eine lange Cutscene und ein langer Abspann kommt. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen im nächsten Part. Wird komisch sein, den letzten Part aufzunehmen, aber ich freue mich auch sehr drauf. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Okami. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.